Abgegebene Stimmkarten 688. Mit Ja haben gestimmt 398, mit Nein haben gestimmt 254, Enthaltungen 36. Der Gesetzentwurf ist angenommen. Der Deutsche Bundestag hat mit den Stimmen der Ampelparteien ein neues Infektionsschutzgesetz beschlossen. Der Gesetzentwurf von SPD, Grünen und FDP schreibt bundesweite Regelungen zur Einschränkung der Corona-Pandemie auch nach Auslaufen der epidemischen Notlage am 25. November fort. So gilt künftig bundesweit eine 3G-Regel am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Zudem können die Bundesländer Maßnahmen wie Maskenpflicht oder Kontaktbeschränkungen erlassen. Die Länder haben mit dem vorgelegten Gesetzentwurf mehr Möglichkeiten des effizienten Handelns als bei der aktuell noch gültigen Rechtslage. Die Länder werden weiterhin bewährte Instrumente zur Anwendung bringen. Wir schaffen mit dem Gesetz Rechtssicherheit für 2G+. Und wir geben den Ländern mit einer Öffnungsklausel die Möglichkeit für weitergehende Schutzmaßnahmen. Nicht mehr möglich ist nach dem neuen Gesetz jedoch die generelle Schließung von Schulen, Geschäften, Restaurants und Sportstätten. Die Union kritisiert den Gesetzentwurf der Ampelparteien auch deshalb als unzureichend und fordert weitergehende Schritte. Noch ist deshalb unklar, ob die Vorlage am Freitag im Bundesrat eine Mehrheit findet.